Ja, sehr schön. Ich hab doch gesagt, ey, hier muss man erstmal ohne Fehler durchfahren. Nice one. Ah, sehr schön. So, mal gucken, wie sie diesmal drauf sind. Wie immer, Startmassaker. Porsche wird auf jeden Fall der nächste, den ich hole. Die verschleißen nur so krass die Reifen. Da sind Jaguar und Mercedes um einiges reifenfreundlicher. So, let's go, komm. Das Angreifen da vorne. Der Anzug ist ja schon stark. Jeder Kurve, wo man mal ein bisschen mehr bremsen muss, spüre ich immer schön den Touch von hinten. Ey. So nervig. Oh, 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 das war mal schön verbremst. Das war mal mies verbremst. Ey. Ah ja, komm, passiert mir auch. Ey. Ich wurde auch oft genug weggeballert. Sorry, sowas macht man natürlich nicht. Als ordentlicher kleiner Rennfahrer. Aber hier, die schubsen sich auch, ne? Ich bin nicht alleine. Komm hier, wir zwei Deutschen. Lass uns mal zusammen. Das geht doch wieder schief, ey. Das geht doch wieder schief. Wo ist Christian, wenn man braucht? Nach außen kannst du. Boah, wo kommt der jetzt her? Eieiei, Khaled und Leclerc, ist klar. Ja, das ist leider noch so ein bisschen der Nachteil. Ich hätte ja so gern drei Bildschirme, dass ich hier mal links und rechts auf dem See was neben mir abgeht. Und leider Gottes habe ich die Taste für nach links und rechts schauen, oder die zwei Tasten habe ich bei meinem Lenkrad weggemacht. Das heißt, ich kann im Moment nur nach hinten gucken. Deswegen weiß ich nie, wann die so von links reinstechen. Das war gut. Ja, Mann. Oder man macht es halt einfach so. Überragend. Ich hoffe, das Überholmanöver hat mal einer gesehen. Jawoll! Dann machen wir ein bisschen Abstand nach hinten. Sehr gut. Muss schön dranbleiben. Sie machen bestimmt auch noch den einen oder anderen Fehler. Egal, nach hinten scheine ich eher den Abstand zu vergrößern, aber das war jetzt natürlich, um da vorne mitzufahren, nicht gut. Aber hier kriegt man ja schon Punkte für die Top 5. Deswegen, ich bin immer ganz froh, wenn ich in Top 5 lande. Also 3, 4, 5, 6 Leute, die hier Auto fahren können, sind schon in jeder Runde dabei. Also wirklich das Matchmaking, glaube ich, gibt es ja nicht. Mal die größten Freaks und die größten Noobs dabei sein. So, nach hinten 4 Sekunden. Passt.
Mein Überholmanöver doch mal jemand gesehen. Ah. Oh, oh. Ja, da hat doch vorne wieder einer. Da hat doch einer einen Fehler gehabt. Vielleicht ist das Podium ja doch drin. Nee, schade. Ist nur Platz 14. Das geht natürlich auf der Strecke hier schnell. Nee, aber ich denke mal nach vorne. Da ist nicht viel zu holen. Aber natürlich. Oh, ich sehe gerade, ich bin ja doch da. So einer rausgegangen. Ah ja, und das Podium nehme ich doch mit. Das nehme ich doch mit. Das nehme ich doch gerne. Am Ende unter 10 Sekunden bleiben, ist auch schön. So die Kurve anfährt. Naja, letzte Runde. Ich würde mal sagen, der dritte Platz ist doch safe, oder? Freut mich nach dem Debakel eben mit der Julia. Nehme ich den dritten Platz doch gerne. Ja, sehr schön. Ich hab doch gesagt, ey, hier muss man erstmal ohne Fehler durchfahren. Nice one. Ah, sehr schön. Ah, geil. Da hat's den Leclerc doch nochmal rausgehauen.